Hallo, mein Name ist Nico und heute gibt's für euch meinen zweiten Teil zu Back to School DIYs, Tipps für euren Schultag und so weiter und so fort. Yay! Okay, die Comeback ist nicht ganz so fancy. Im letzten Video habt ihr euch so sehr einen zweiten Teil von Back to School gewünscht. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch gerne hier oben irgendwo. Und letztes Mal ging es ja so ein bisschen um Organisation, wie mache ich den Schulalltag schön und so weiter und so fort. Und ich dachte mir, heute legen wir mal unseren Schwerpunkt auf besser lernen, effektiver lernen, unumständlicher lernen und so weiter und so fort. Also wenn ihr darauf Bock habt, gebt jetzt schon mal gerne nach oben, würde mich sehr freuen. Und ich würde sagen, wir fangen mit den ersten Tipps an. Falls ihr noch Tipps habt, gerne die Kommentare, damit würde mich sehr freuen und andere wahrscheinlich auch. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Gleich mal vorweg, mein erster Tipp für euch zum Besserlernen ist gleich mal eine App, und zwar Clevery von Cornelsen. Das ist eine App, die existiert schon ein bisschen länger, aber jetzt zum Schulstart, das ist schon bei manchen ein bisschen länger her, wie ich gesehen habe. Bei mir ist er eben jetzt das gerade wieder aktuell passiert, weißt du Bescheid. Haben sie sich eine neue Version davon ausgedacht, sag ich mal, oder eben ins Leben gerufen. Und zwar ist und bleibt Clevery weitgehend kostenlos. Man kann neuerdings jetzt durch Credits Module freischalten, mit denen man lernen will, zurzeit in Mathe und Englisch. Und diese Module können eben durch das Kaufen von Credits hinzugefügt werden. Und das Coole ist, es gibt eine Schulstartaktion, 50% auf die Credits eben, und zwar bis zum 30. Oktober, also über die Zuschlagen jetzt noch. Jetzt hat es eben noch 50%, ne? Habe ich ja gerade gesagt. Das Ganze gibt's für Android und iOS und macht einfach so hardcore viel Spaß damit zu lernen. Die Aufgaben kann man sich von den Schwierigkeitsstufen her selber auswählen, wie man es eben haben will. Und ja, es macht einfach nur Spaß. Und zwar auf Android und iOS. Und ich würde sagen, bevor ich hier noch lange rumlaber, zeige ich euch die App einfach mal selber. Dürfte man hier die ganz normal wie eine App eben auch, ne? Weißt du Bescheid? Kann dann irgendwie auswählen zwischen Englisch und Mathe. Ich gehe jetzt mal auf Englisch einfach mal. Okay, ich will noch ein bisschen meine Language, meine Sprache ein bisschen aufbessern und kann dann sagen, okay, alle super Vokabeln, top, aber eben mit der Grammatik ist echt ein bisschen scheiße gerade im Moment. Geht man hier auf Grammatik und kann dann eben, hier sieht man auch diese Schlösser immer, wo was noch nicht freigeschaltet ist und so weiter und so fort, und kann dann eben sagen, okay, ich will Simple und Progressive Forms haben, geht dann da drauf und sagt, okay, es kostet 10 Credits, das kaufe ich mir jetzt und lerne damit. Ja, und das eben, dann kann man die auswählen zwischen Theorie, also was ist das überhaupt und wie funktioniert das überhaupt. Und dann eben kann man davon eben dann Beispiele anfordern. Also richtig einfach und richtig cool gemacht, es macht so viel Spaß damit, ohne Scheiß. Und dann eben noch kann man einen Test machen. Das Coole hier dran ist, ich habe das noch nie zuvor bei irgendeiner anderen App gesehen oder bei irgendwas anderem sonst. Man kann einfach hier diese Schwierigkeitsstufe so mit dem Rad drehen. Ich finde das so cool gemacht und so cool gelöst einfach. Richtig geil. Und dann kann man sagen, start the test. Und dann muss man hier eben die Aufgaben erfüllen, die ihm dir das Handy so vorgibt, und erhält dann immer am Ende ein Ergebnis. So, awesome, that's right, sehr cool, und so geht dann der ganze Test weiter. Und ja, Aufgaben, die du falsch gemacht hast, werden dir immer wieder gestellt, wie bei so einer Fahrschulprüfung. Finde ich richtig cool und macht richtig viel Spaß damit zu lernen. Wie gesagt, der Link dazu packe ich euch in die Beschreibung, also unbedingt vorbeigucken, lohnt sich wirklich, ich liebe diese App und ich denke mal, ihr auch. Mein zweiter Tipp zum Lernen ist für euch, wenn ihr lernt, das Handy klingelt, der PC macht ein Geräusch, das Fenster ist offen, die Mutter kommt rein, keine Ahnung, man wird ständig einfach nur abgelenkt. Mein Tipp an euch ist jetzt einfach, schaltet diese nervigen Dinge ab, macht das Handy auf lautlos, fahrt den PC runter, schließt das Fenster, sagt eurer Mama, ich lerne gerade, bleibt draußen so ungefähr. Einfach für Ruhe sorgen, dass ich nicht abgelenkt werde, weil glaubt mir, ich kann auch irgendwie nie in der Schule lernen, wenn es heißt in Vertretungsstunden, lernt jetzt einfach, was ihr lernen müsst, und um euch herum ist gerade Weltuntergang so gefühlt. Kann ich persönlich nicht lernen, deswegen, ich lerne immer daheim in meinem ruhigen Kämmerchen, wo mich keiner stört, und ich persönlich kann damit viel besser lernen, also vielleicht ihr da draußen auch. Und mein Tipp an euch ist einfach, lernt für euch allein in Ruhe, schaltet alles ab, was euch vielleicht irgendwie stören könnte, dann seid ihr auf der sicheren Seite auf jeden Fall. Mein nächster Tipp für euch ist einfach, den Arbeitsplatz sauber halten. Ohne Witz, Leute, es gibt für mich nichts Schlimmeres, als da eine Bananenschale und hier noch ein Papierschnipsel, hier irgendwie und alles versaut und unaufgeräumt. Dann soll er noch lernen, das geht für mich einfach gar nicht, weil ich weiß, ich kann nur effektiv lernen, wenn alles sauber ist irgendwie so. Also wenn ihr lernt, dann schaut darauf, dass eure Lernarea, euer Lernplatz einfach sauber gehalten ist und ihr euch einfach auf den Stoff konzentrieren könnt und nicht irgendwie von einem aufgeschlagenen Buch neben euch ablenken lasst und hier und keine Ahnung, wisst ihr schon Bescheid. Deswegen einfach gucken, dass euer Arbeitsplatz sauber gehalten ist und ihr nur auf das, was vor euch ist, konzentrieren könnt. Ist sogar von Professoren bewiesen, euren Lernstoff besser einbringen könnt, wenn ihr euch nur auf das konzentriert, was vor euch ist, und euch nicht ablenken lasst von irgendeiner Bananenschale neben euch. Ihr wisst schon, was ich meine. Mein nächster Tipp ist, schafft euch Erfolgserlebnisse. Also wenn ihr sagt, okay, ich lerne eine halbe Stunde jetzt, eigentlich habe ich Bock auf Lesen, aber wenn ich jetzt die halbe Stunde gelernt habe, dann kann ich lesen, weil es für mich dann eine Belohnung ist. Oder okay, ich wollte das Album schon lange haben, so lerne ich jetzt eine Stunde und kaufe mir dann für diesen Erfolg, dieses Lernen, das ich mir gemacht habe, quasi die CD. Klappt bei mir richtig gut, und ja, also einfach Erfolgserlebnisse schaffen, dass ihr dann sagt, okay, ich lerne erst und dann kriege ich eine Belohnung für. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen, genauso hier beim Lernen. Also klappt bei mir auch super toll und ich denke bei euch auch.
ohne was ich überhaupt nicht leben könnte in der Schule oder einfach beim Lernen, ist einfach Organisation. Ich gehe mal durch, okay, wann schreibe ich eine Klausur? Okay, in einer Woche, dann teile ich mir einfach diesen Stoff, den ich lernen muss für die Klausur, für diese Woche, die ich noch Zeit habe, bis die Klausur geschrieben ist, ein und sage, was weiß ich, lerne jeden Tag 5 Seiten und kann am letzten Tag nochmal alles wiederholen, was ich so gelernt habe eben in der Woche, anstatt einfach am letzten Tag, so wie ich manchmal, den ganzen Stoff, den ich lernen sollte, in mich reinzuprügeln und dann die Hälfte vergesse, weil ich mir nicht alles merken konnte. Und so seid ihr einfach auf der sicheren Seite, wenn ihr sagt, okay, wann ist die Klausur, wie viel Zeit habe ich noch, den Stoff dann in die Tage, die ihr habt, noch einzuteilen und zu gucken, hey, jeden Tag ungefähr gleich viel lernen, am letzten Tag wiederholen, klappt bei mir super und da kommen auch die besten Noten raus, bei mir zumindest. Und ohne was ich auch nicht leben könnte und gar nicht wollen würde, ist einfach das, was ich lernen sollte, anstatt 10 Seiten aus dem Buch zu lernen oder so, einfach mal alles, was ihr lernen müsst, stichpunktartig zusammenzufassen, also einfach 10 Seiten auf 2 DIN A4 Seiten kürzen zum Beispiel, stichpunktartig. Denn das hat erstmal den Vorteil, dass ihr nicht mehr so viel lernen müsst, zumindest nicht so ausführlich. Dann, dass ihr es schon mal geschrieben habt, heißt, dass ihr es schon mal irgendwie irgendwo gehört habt oder geschrieben habt und schon mal irgendwie verinnerlicht habt und dass ihr es dann aus euren eigenen Worten heraus lernen könnt, was viel einfacher und viel besser funktioniert, als wenn ihr irgendwas lernt von irgendeinem Professor oder von irgendeinem Lehrer, der damals irgendwie das Buch entworfen hat, wisst ihr, was ich meine? Einfach aus euren eigenen Worten das Lernen schöpfen. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? Also einfach stichpunktartig zusammenzufassen, erstmal viel weniger Arbeit dann im Nachhinein. Funktioniert für mich immer und überall. Ich mach's gar nicht mehr anders, weil ich es nur noch so mache und keine Ahnung. Für mich einfach die Nonplusultra-Erfindung für meinen Schulalltag. Das waren jetzt meine nächsten 6 Tipps an euch für den Schulalltag. Wenn ihr, wie gesagt, noch weitere Tipps habt, gerne damit in den Kommentaren, würde mich sehr freuen. Und ja, gebt dem Video gerne einen Daumen, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr noch einen weiteren Teil sehen wollt, würde mich sehr interessieren. Ich weiß nicht, wie das bei euch so ankommt. Deswegen gerne in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und wie gesagt, euch noch einen wunderschönen Schultag. Bis zum nächsten Video. Haut rein und ciao.